Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Schwatzingen. Oh, es ist schon wieder Abend. Tobi war gerade da. Ja. Tobi war gerade da. Ich weiß nicht, was er wollte, aber der wollte mit mir ins Haus gehen. Oh. Alter, hier ist gerade voll dunkel geworden. Panikattacke, ey. Haha, ich bin der Türsteher, du kommst nicht rein. Schau, du kommst nicht rein, ich bin der Türsteher, ich stehe in der Tür, du kommst nicht durch. So, was willst du? Ich bin ja fertig losgesprintet. Ich hätte mal eine Frage, wie wär's, wenn wir vielleicht irgendwie so mehr zusammenarbeiten? Also so eine Art, wie kann man es nennen, Hofgemeinschaft oder sowas? Run! Du. ich überleg's mir. Ich weiß gerade nicht, was ich... Ah, genau. Der Bürgermeister ist mit dem Drescher auf dem Weg zu mir. Habe ich... Das letzte Big Pack ist ja erstmal nicht so wichtig, oder? Das ist das Wichtigste. Nicht Spaß. Bring es einfach hoch, wenn du kannst. Ja, dann fange ich jetzt erstmal an bei dir zu mähen. Und ja. Ich hatte extra mir beim LU jetzt schon mal... Eigentlich in LU habe ich schon mal gesagt, dass ich mir da Mähwerk ausleihe, weil ich hatte zwar so Kanten mehr. Und damit fange ich bestimmt mich auch keine ganze Felder zu nähen. Schlechte Idee. Achso, wenn du mal einen Traktor brauchst, sag Bescheid, ne? Aktuell komme ich voll und ganz aus. Ich hätte noch den einen oder anderen rumstehen. Wäre nicht aktuell alles im absolut grünen Bereich. Weil dieses Feierpaket Traktoren war eigentlich ganz gut. Drei Traktoren, drei verschiedene Wagen, eigentlich ganz gut. Für einen Preis? Also drei Traktoren für einen Preis für einen? Ich wäre dabei, ich würde alles reinnehmen. Ich würde auch mehr als drei nehmen. Ey, dann würde ich 9 nehmen. Im Preis für 3. Und dann wieder 6 verkaufen. Was meinst du da? Da wird man ja reich durch. Verkaufst du mir deine 3? Im Preis für einen. Nee, war jetzt eigentlich nicht so der Plan. Ah, schade. Aber super was wert, ne? Wer nicht wagt, der Wind nicht gewinnt, sag ich immer. So ist denn der. Boah, ist echt schönes Wetter hier, ne? Ja, ja. Sonnenschein. Hättest du Zeit, heute Abend vielleicht mal Börschen zu trinken an der örtlichen Kneipe? Boah, heute Abend geht gar nicht. Heute Abend ist ganz schlechter Tag, weil ich bin. Ich trinke schon jetzt während bei, weißt du? Bis heute. Bis dann darf man gleich mal zugeben. Ja, ich weiß, es ist der Cop, Polizist, keine Ahnung. Der mich in der letzten Folge totales Drama, jetzt kommt er zum Dreschen, weißt du? Ja, ich verstehe. Oh, die Bremsen heute gingen gar nicht. Irgendjemand hat mir gerade einen dummen Streich gespielt, ey. Irgendwie gerade hatte ich ein bisschen das Gefühl, irgendwie gerade kurz wollte die Bremse. Aber dank dem Abbremsregel. Ah, jetzt kommt einer, warte mal, ich muss nochmal hinschauen. Ja, ja, der macht da, warte. Nee, der hat keinen Drescher. Hallo. Schicke Maschine. Hallo. Ja, schickes Teil haben sie. Kann ich Ihnen helfen? Nee, ich wollte nur Hallo sagen und ich soll die 41 machen, oder? Ja. Ja, das kann ich dann später machen. Ich will noch kurz in den Zug springen. Ich wollte gerade sagen, sie sind schon wieder mit dem Helikopter abgedüst, oder was? Ja, ich bin ganz schnell gewesen. Mit Strohablage bitte. Ja, das werde ich machen. Anhänger stehen dort. Okay. Bis dann, tschüss. Jo, tschüss. Der läuft vor mir. Ständig mit dem Helikopter unterwegs. Weißt du der? Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich mit dem Traktor. Da oben steht mit dem Traktor. Der ist. Ne?
Der springt vor mir auf der Stelle rum, wie so ein aufgedrehtes Hühnchen, und dann haut er ab. Wie ruckt der Traktor heute? Macht er Zacken oder was? Ja, der wird immer so eine Runde reiten, aber. Der Ruhe. Hast du einen Drescher? Leider nicht. Ah. Wie viel hast du auf der, wie viel hast du? 160. Warte, ich kann dir nicht sagen, wie viel mehr du hast als ich. 153. Boah, da. Wenn du 1000 hast, hast du 153.000 mehr als ich. Weil ich habe genau 7831. So, hier einmal schnell drüber gedüngt und dann. Ich denke, die ist mal ein Augenblick. Kennst du das Lied? Nee. Nicht? Dieses. Ja, weil jemand so, oh, krass, vermisst. Kennst du nicht? Nö, kann ich nicht. Hört im Moment ständig im Radio. Auf und runter. Aha. Ja, ich bin nicht so der Radio-Fan, ich. Diese Kurven, ey, wir hatten dieses Feld gemacht. Wo ist denn eine Windmühle? Oh, da, die war aber hier scharf. Sag mal tschüss, ich steige jetzt aus dem Traktor, dann ich gehe mal auf den TV-Funk. Man sieht sich. Jo, ciao. Ciao. Dum, 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 dum. Ich bin ein Düngermeister und ich düngere wie der Meister. Sind wir noch im Zivil? Nee. Ich wollte gerade sagen, der düngt doch wie ein Meister. Hallo? Wieder im CB-Funk. Ah ja, ich bin's. Boah, so, wenn man hier den ganzen Tag auf dem Schlepper sitzt, dann ist das Einzige, was man irgendwie machen kann. Ja, bin gerade fertig mit Düngen. Da, wo die neumodernen dieses YouTube oder sowas gucken? YouTube. Ich sagte immer Chuchup. Chuchup, oder nicht? Ja, Chuchup. Chuchup. Ja, ich bin ja auch ein Chuchuper. Ich mache Chuchup-Videos. Komm bestimmt vor dem Japan. Chuchup. Hört sich an, so als würde ich so. Hast du Arbeit für mich? Bei dir auf dem Hof. Für dich. Ja, bei dir auf dem Hof. Problem ist dadurch, dass ich halt keine Maschinen habe. Ich bin bei Melu, tschüss! Nee, warte, ich hab noch was! Ja. Du wolltest auf dein Feld gemäht haben, möchtest du machen? Das ist mein eigenes Feld, das habe ich dir in Auftrag gegeben. Okay, dann wird's teuer. Nee. Nee, ich frag ja nur, ob sie das vielleicht gerne gemäht wollen. Nö. Ich mähe das so viel. Ich hüpfe schon wieder rum wie so ein besoffenes Stück irgendwas. Also, man sollte nie mit dem S4 fahren. Wenn man was getrunken hat. Hier ist offen. Aber hier ist keine da. Glaube ich, im Landhandel ist heute leer, oder? Ich weiß, wo ich Kalk herbekomme. Gratis? Nicht gratis. Zahle ich schon ein bisschen was dafür. Solange die 1000 Liter günstiger sind.
Na, hier ist noch nichts. Da ist noch das Tor zu. So, durchbeschleunigen. Und abbremsen. Kurve. Okay, da ist auch noch nichts. Ich muss mich halt hier bloß schnell weg, bevor die Polizei kommt. Wo sind die gerade? Ah, die ist ja mit Helikopter unterwegs. So, dann düsen wir mal runter zum Melin und fragen, ob die Zeit haben. Also ob die Arbeit haben. Ja, 143, das geht leicht. 150, locker easy. Also wie ihr seht, da ist einer mit auf dem Weg. Uff. Was macht denn der da? Meine Güte. Ich glaube, der hat gesoffen. Meine Güte. Aber die Frage, Entschuldigung, ich will nicht sagen, aber die Frage ist, wer hat gesoffen? Ich glaube, er hat ja mit dem offenen Mähwerk. So, ich bin da mal kurz weg, gell? Ja. Hallo, jemand im CB-Funk? Haben Sie Arbeit für mich? Nee? Ja. Ich brauche unbedingt Arbeit. Ja, da kannst du 4 Paletten abkommen. Was bekomme ich dafür? 4.000. Mach dich raus da. Aber sofort. Wohin? Da hinten. Komm mal hin. Meine Güte. So, dann schlichten wir das hier rein. Oben drauf oder neben? Daneben. Gut. Also in das rechte Garage Ding da hinge. Okay. Also 4 Euro. 4.000? 4 Euro, nein. Halt. Nach vorn. So, ja. Schon wieder Abend, gell? Das ist unglaublich, wie die Zeit heute vergeht. Leider. Wilde Verfolgungsjagd heute gehabt. Jetzt bin ich auf Bewährung. Hm. Ah, die Polizei heutzutage. Schlimm, schlimm. Aber wenigstens nicht weggesperrt, weißt du? Problem ist nur, ich habe mir da was zu ankommen lassen, dass der Polizist mit meinem Kollegen, dem Landhandel Heini, ziemlich gute Freunde sind und das wird mir nicht so passen. Dann wird gleich mein ganzes Betriebssystem, was ich geplant habe, schieflaufen. Ich hätte nämlich eigentlich vor, mit dem super Deal zu machen und so. Und wenn jetzt da die Polizei damit spielt. Prost Mahlzeit. Ich hoffe, das passt so, oder? Ja, ja. Achtung! So, und den Anhänger, rechte Garage, haben sie gesagt? Ja, was ist Moin? Wie kann ich da machen? Na, was schön. Wie sie wollen. Oh, vielen, vielen Dank. Bitte. Haben Sie noch Arbeit? Haben Sie Maschinen? Ja.
79? Ja. Mach ich. Ich schnappe den Fendt, gell? Ja, was? Gut. Vielen Dank. So, verdienen wir dann noch ein bisschen Geld. Aber in diesem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen. Hallo. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und Servus.